Shane. Shane? Shane. Ja, da ist er. Zurücktreten! Ja, zurücktreten. Ja, ja. Kommt er. Ja. Hallo, wie geht's dir? Ja. Wir wollen die Geschichte hören. Die Geschichte von Amperia. Die Geschichte von Amperia. Ja. Komm mit. Alles ging ganz haarlos an. Es entsteht eine Insel, die nicht bedeutungsvoll, nicht wirklich interessant und eine normale Insel, das Leben sie geschaffen hat. Normal. Jede andere auch. Es gab da was, das zur Entstehung beigetragen hat. Zwei Steine. Der Hallstone und der Dark Stone. Man kennt sie durch die Sensen. Hallstone steht für gut. Der Dark Stone steht für böse. Dunkelheit. Macht. Riesengroß waren die Steine. Besessen davon waren sie. Sie haben einen riesigen Teil der Insel besessen. Es war nicht ein kleiner, liebloser Stein irgendwo auf der Insel. Es war ein Riesenstein. Dann kamen die Lebewesen, die sich eingenistet haben. Ureinwohner, wie man sie nennt. Sie haben es fein. Sie haben abgebaut. Sie sind gierig danach. Haben die Steine abgebaut, haben Werkzeuge draus gemacht, ihre Häuser verziert, damit gekämpft. Dann hatten sie es geschaffen. Eine Gottheit, die mit etwas anderem in Verbindung steht. Morgoth. Der Schatten, den er trug, wurde ihm geklaut, genommen und hierher verfrachtet. Zwei kleinen Steine. Der Hallstone und der Darkstone. Die beiden sind später die Sensen, die jetzt vermischt worden sind. Dann kam etwas Merkwürdiges. Gewitter ziehen auf. Götter entstanden. Amperia wurde zu einer reinen, gottverlassenen Drecksloch. Keiner leben konnte. Die Größe, das Größte, was Amperia hatte, hatte es sie verloren. Alles. Jeden noch so kleinen Dreck. Das holte sich heute zurück. Ja, dann, vor wenigen hundert Jahren, kam eine Crew an, eine Piratencrew. Der Name des Schiffes war Lycandra. Der Captain hieß Ershok. Rolf Ershok. Er hatte sein Schiff, die Lycandra, hierher gesteuert.
wusste nicht, was es bringt. Er hat seine Seele verloren. Er hat Magie bekommen. Kräfte bekommen. Alles bekommen. Doch seine Seele war weg. Und als das alles nichts half, hatten die Ureinwohner verbannt. Verbannt für alle Zeiten. Das Schiff ist das letzte Überrest der Magie, die Vikantra am Grund des Meeres keine Seele hin kann. Außer man nimmt den Weg ans Ende der Welt und holt es zurück. Danach, wenige Jahre später, als die Ureinwohner sich erholt hatten und Naktu normal anbeteten, wie jedes andere Volk, wo sich die Insel erholen wollte, der Fluch ist immer noch da. Nur auf der Insel verstreut. Danach kamen Menschen, Gestrandete, Neulinge, die keine Ahnung hatten, was eigentlich passiert ist, was passiert. Alle waren nicht klar im Kopf. Die Berüchtigten sind Mindfail und Pace. Alle diese Personen inklusive der Bekannten haben sich aufgemacht, um die Ureinwohner zu bezwingen, zu töten, die abzuschlachten, die Insel in ihrer Ruhe zu stören. Die waren wahnsinnig. Ihr Kopf war nicht klar. Dennoch hatten sie es getan, bis sie schließlich beim Portal ankamen und zurück konnten. Weil die Insel sich nur noch erholen wollte. Naktu hat sein Leben dafür geopfert. Und nun bin ich anstelle von ihm da. Und das gleiche Schicksal wird nicht noch einmal passieren. Und den Rest kennt ihr ja. Er spielt sich in der Gegenwart an. Ist mal sehr interessant zu hören. Ich werde sein Leben achten. Ist auf beobachten, dass er ja nicht mit einem Schiff namens Lekantra losfährt. Nicht losfährt, zurückkommt. Nee. Haben Sie noch Fragen? Ja. Eine Frage hätte ich da. Wie gut kennen Sie eigentlich mich? Ich weiß nicht, wie sehr Sie mich kennen. Sie kennen meinen Namen vielleicht, aber was kennen Sie noch? Ich kenne vieles. Tag der Stunde, wo Sie geboren wurden. Alles. Ich wandle im Schatten. Ich sehe alles. Alles. Kein Mensch, die sehen könnte. Sind Sie sozusagen die Augen am Himmel? Nein. Die Augen, Schatten. Okay, ich habe keine weiteren Fragen. Gebieter. Gut. Wenn Sie weitere Fragen haben, Antworten, die Sie wissen möchten, dann beschwören Sie mich.